So, Sabadee Kap, guten Morgen. Heute aus Braunlage, Hohe Geiß, das ist das hier, was auch immer das sein mag. Nee, in Mitteldeutschland, nahe Hannover ist das. Ich nehme mal die Kamera vielleicht irgendwo hin, dann ist es einfacher. So. Bisher habe ich nur so ein paar kurze Videoclips gemacht, weil ich kaum Zeit hatte. Hier ist so ein großes Brettspieltreffen. Battletech Con, Phoenix Con. Ich glaube, der größte Battletech-Treffen in Deutschland. Und da bin ich jetzt übers Wochenende. Bin ich gestern hochgefahren, 6,5 Stunden, also schon ein gutes Stück von München weit weg, bis Sonntag. Und hier spielen wir Brettspiele. Ich zeige Dogfighters, deshalb bin ich hier. Aber was ich erzählen will, ist natürlich dieses Mal Thema Thailand wieder. Es gibt Neuigkeiten. Mein Junior fährt jetzt Motocross. Die Maschine haben wir jetzt endlich kaufen können, haben wir Zeit gehabt und auch einen Tag bevor uns jemand anders weggeschnappt hat. Wir haben Riesenglück gehabt. Da war noch ein anderer Fahrer, war auch da, der für sein Junior oder was die kaufen wollte. Und wir waren halt einen Tag vorher da und haben sie weggeschnappt. Wir haben sie ja schon vorher gesehen gehabt. Wir haben halt noch überlegt und geschaut und ich habe Geld nach Thailand geschickt. Nächste Story, für euch vielleicht interessant. Über anderes Bankkonto, jetzt weiß ich bloß nicht mehr genau, wir haben zwei verschiedene. Wir hatten das Bankkonto von der Mutter meiner Frau, das haben wir bisher immer genutzt, weil ihres war abgelaufen damals, also von meiner Frau. Und das von meiner Frau jetzt, das neue, das wir gemacht haben. Und da haben wir auch das Geld hingeschickt. Normalerweise war es binnen immer unter einer Woche da. Und der Kurs steht auch gerade ziemlich gut. Und mit Postbank haben wir auch relativ fast nichts gezahlt an Gebühren und die Umrechnung war auch okay. Also das ging, aber es hat weit über 10 Tage oder was, das Geld war noch nicht da. Scheiße. Dann haben wir die angerufen, besser, also meine Frau in Thailand, ihre Filiale. Ja, das wäre schon seit 3 Tagen da, aber sie müssen noch warten, bis ihre Hauptbank das irgendwie freigegeben hat oder so. Es war dann Gott sei Dank, also spät nachmittags war es dann da. Ich hatte parallel dann noch Geld auf das Bank von meiner Schwiegermutter quasi geschickt, damit, falls das nicht so schnell ankommt oder wieder retour geht, weil der Witz ist der, das Hauptproblem, das hatte ich nur bisher Gott sei Dank nur einmal, als ich Geld nach China gewerblich geschickt habe für eine Firma, um was zu kaufen. Wenn das Geld geschickt wird und das kommt dann nicht an, weil eine Kleinigkeit, damals war ein Name also ein Buchstabe im Firmennamen, war irgendwo ein Dreher drin. Und die kriegen dann, also man zahlt viel für die Überweisung und so weiter. Was passiert bei dem High-End-Bankensystem? Gar nichts. Die Bank, die das Geld gekriegt hat, die es nicht zuordnen kann, die macht nichts. Die gibt keine Rückmeldung, kein gar nichts. Die behält das Geld erstmal und wartet, bis sich, wird sich schon irgendwann jemand melden. Ich meine, klar meldet sich jemand, der das Geld vermisst. Ich meine, du schickst nicht tausende Euro und vergiss es dann. Und ja, die wartet dann. Und erst wenn du dann einen Nachverfolgungsauftrag stellst, was auch wieder Geld kostet bei deiner Bank, da kann sie nämlich nochmal Geld verdienen, dann rufen die da erst an, was sie natürlich nicht routinemäßig gleich machen. Eigentlich müssten sie ja, egal. Und erst dann kommt es wieder ins Rollen. Und in dem Fall damals in China kam es dann wieder komplett retour. Und dann habe ich es quasi wieder überwiesen, nur mit diesem einen Zahlendreher anders. Und dann war alles gut. Also irgendwie. Und darum hatte ich Angst, dass das in Thailand auch so ist. Aber es kam an, wir haben dann die Motocross gekauft. Jetzt fährt er, gut, wir sind halt jetzt viel quasi bei der Farm, weil sie die Sachen für den Container vorbereitet hat, der auch schneller kam. Das ist das nächste Thema. Normalerweise hat er bis zu einem Monat länger gedauert. Das kommt immer davon an, wie das Schiff auch fährt. Wenn das überall an zig Häfen vorbeitingelt und da überall ein- und auslädt, dann dauert so eine Reise natürlich wesentlich länger. Ist eh schon weit, aber dann dauert es noch länger. Und sie hatten auch, ich glaube, 2, 3 Monate plus einen Monat für die Landfahrt. Man muss es ja noch von Bangkok bis zu ihr in die Stadt bringen. 1 bis 2 Wochen sogar, glaube ich. Und das ging jetzt alles echt zügig, wenn ich daran denke. Ich müsste nachschauen, wann ich ihn weggeschickt habe. Aber das hat jetzt 2 Monate gedauert oder sowas. Es hätte durchaus einen Monat länger dauern können. Und die haben sich eben gemeldet, dass der Container da ist. Und darum hat sie auf der Farm sehr viel vorbereitet. Und in der Zwischenzeit ist halt, weil Thailand überall Platz zum Fahren und so. Und da ist mein Junior dann, cycelt da jetzt mit der Motocross-Maschine. Auch eine sehr geile Geschichte. Ich habe gestern noch mal ein kleines Videoclip davon hochgeladen, wie er im Kreis fährt. Und als ich dann nachschaue, also meine Videos hier, die haben normalerweise, was sind es, zwischen 300 und 1000 Views oder sowas. Also schauen schon ein paar Leute an mittlerweile. Werden auch immer mehr Subscriber. Gestern ist sehr viel mehr geworden, weil ich schaue auf dieses Motocross-Video und denke, what the? Sie haben, also mittlerweile hat 7.500 Views. Also das sind 8 Sekunden, wie der im Kreis fährt. Das wurde geklickt wie irre. Ich weiß nicht, das muss irgendwie in den Shorts, in YouTube oder sowas, muss das rundgegangen sein. Und entsprechend, es hat uns jetzt, ich weiß nicht, 10 Subscriber gebracht. Also Grüße an euch alle, die vielleicht gestern erst subscribed haben wegen dem Motocross-Video. Sehr geil, wird noch mehr folgen. Vor allem Motocross-Fahren werden wir noch mehr machen. Und ich werde auch die Videos vom Container und so weiter zeigen, wie er jetzt angekommen ist. Genau, das ist die nächste Geschichte. Container ist da. Da kann ich jetzt endlich sagen, wie es vom Ablauf her war, weil ich jetzt die ganze Geschichte quasi kenne. Also es war okay, muss ich sagen. Es hätte wesentlich schlimmer sein können. Es ist eigentlich nur, eigentlich war es wie erwartet, sage ich mal. Er war schneller wie geplant.
vom Kosten her, ich hatte ja damals Angebote gehabt von 5,5 bis über 8.000, 9.000 Euro. Ganz kurios, wie es da auseinanderging. Ich habe dann den, weil es auch eine sehr große Firma war Pangea oder Pangeas. So, mit so ganz großer hier in Deutschland, der das anbietet weltweit, Containerversand. Hat damals dann noch 200 Euro extra gekostet, weil ich es früher wollte, weil sonst wären wir danach erst geflogen. Das war wegen Termin von unserer Reise so. Dann haben wir den so gebucht. War vom Preis her noch okay. Er hat gesagt, okay, es kann noch extra Gebühren kosten durch Corona, durch Standzeiten, durch Pipapo. War mir bewusst, ich hatte schon Angst, okay, was kommen die dann? Kommen die dann mit 1000 Euro nochmal? Nein, waren, ich glaube, 100, 150 Euro oder was wegen irgendeinem Zuschlag, was es noch gab. Also lächerlich. Das war ein bisschen kurios, was sie haben sich dann gemeldet. So, ja, der Container ist bald da. Sie müssen jetzt das Geld überweisen, damit wir den Container überhaupt freigeben. Also bitte überweisen Sie das Geld bar, Geld gleich oder bald. Und der Container ist da und dann Datum von heute. Und das war am Sonntag. Ja, super. Ja, der war, glaube ich, war krank, der Mitarbeiter, und hat sich dann entschuldigt. Alles über Standard-E-Mail, alles gut. Und ich habe es dann 2 Tage später, war es dann da, habe es ich dann geschickt gehabt und dann alles gut. Und die haben sich dann unten, haben sie sich mit denen in Verbindung gesetzt, haben mir auch geschrieben, also die deutsche Firma hat mir geschrieben, ich soll mich schauen, dass ich mich mit den Thailändern in Verbindung setze, wenn das nicht schon passiert ist. Wobei die eigentlich zu dem Zeitpunkt schon wissen mussten oder haben auch schon gewusst, dass wir schon lange mit denen in Verbindung stehen. Also das war ein bisschen organisatorisch, was es hat funktioniert, aber es hat mich leicht beunruhigt, sagen wir mal so. Dann wusste ich natürlich, dass im Worst Case muss man nach Bangkok persönlich, um den dann irgendwie da mit dem Zoll irgendwie abzulösen. Das ging auch gut, war nur ein bisschen auch wieder so dubios. Du musst dann dein Pass, deine ganzen Dokumente, also meine Frau musste ihr ganzes Zeug, die Originale, in Briefumschlag packen und nach Thailand schicken, inklusive alles mögliche an Dokumenten, selbst die alten Pässe, das ganze Zeug musste sie nach Thailand schicken, nach Bangkok schicken. Das ging aber gut durch. Also die haben da alles komplett erledigt und haben es auch komplett wieder zurückgeschickt. Also ich hatte das Zeug mittlerweile wieder, um halt diesen Import abzuwickeln. Sie muss nicht nach Bangkok und der Container kam dann hierher. Und da haben wir sie, hat sie im Dorf dann einen Platz halt organisiert, wo sie alles lagern kann und wo sie auch temporär den Truck hinstellen kann, weil der kann ja nicht in irgendeine kleine Seitenstraße fahren. Das ging auch gut. Dann hat sie Manpower organisiert. Das war Gott sei Dank in Thailand echt easy. Also sie haben Schweinearbeit gehabt, aber die hat halt echt das halbe Dorf zusammengetrommelt. Ich muss mal sie fragen, heute, wie viel es wirklich, wie viel dabei waren, aber das waren, glaube ich, weiß nicht. Also Dutzende Leute, die damit angepackt haben. Sie haben auch das Klavier rausgebracht, hat es auch überstanden. Klar, es hat vom Transport ein paar Kratzer und Zeug, aber es funktioniert, es ist gut angekommen. Und dann haben die, genau, und bevor er noch angekommen ist, weil das war nämlich gestern, haben sie natürlich, das war der nächste Punkt, ich wusste, dass man da ein bisschen was bezahlen muss im Zoll und so weiter. Weil theoretisch ist es so, du darfst zollfrei importieren, aber wenn du da irgendwas drin hast, es geht nicht alles. Also einmal nur für die Frau, für die Kinder wahrscheinlich auch, aber alleine Fahrräder musst du, glaube ich, versteuern sogar. Motorräderzeug haben wir gar nicht mitgenommen, das hättest du eh nicht gedurft, aber alles nur für die Frau. Also wenn du jetzt allein für mich einen Tennisschläger oder von mir meine Drohne oder so Zeug, das hätte ich normalerweise komplett versteuern müssen. Und so Kleinkram, je nachdem, was du da reinpackst, musst du teilweise versteuern, theoretisch. Und beim Zoll läuft es halt so ab, die sagen halt, ja, tut uns leid, wir müssen den ganzen Container jetzt ausladen, müssen jeden einzelnen Karton öffnen, das dauert ewig, wir müssen alles versteuern, wir müssen alles durchschauen. Oder ihr zahlt halt eine kleine Gebühr oder irgendwie so ähnlich. Also im Prinzip, du zahlst halt eine Gebühr. Und dann ist gut. Der Spaß hat auch gekostet. Ich wusste, dass es irgendwas zwischen, was war es? Mit was hatte ich gerechnet? Mit 10, 20.000 Baht oder so. Also schon mit Geld, mit 20, 200, 400 Euro oder sowas. Und das hat am Ende, wir haben 20.000 Baht haben wir bezahlt. Also das sind schon starke Geld, 400 Euro. Aber in Anbetracht für die Ladung, für den, was es wert hat, ist es nichts mehr. Und dann kam der super gut an, alles easy. Dann hat mich der Container mit allem, hat er mich so rund 6.000 Euro gekostet. Mit allem. Und jetzt haben wir ihn quasi zu Hause. Und alles ist gut. Die Sachen sind gut angekommen. Es ist eigentlich nichts kaputt gegangen, soweit ich weiß. Und das hat sich halt gelohnt. Klar. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, hey, wieso überhaupt Container? Lass doch alles zu Hause, fang ein neues Leben an. Das kannst du machen, wenn du Single bist, wenn du Rentner bist, hast deine Familie hier in Deutschland. Aber das macht keinen Sinn, wenn du eine vierköpfige Familie hast. Allein die Lego-Technik und Lego-Sachen, da haben wir ein Drittel von mir, als ich ein Kind war, ein Drittel, als ich quasi erwachsen war und so ein bisschen so
die Sammelsachen gekauft habe und ein Drittel vielleicht jetzt oder mehr als ein Drittel eigentlich, was ich an Lego gekauft habe, seitdem die Kinder da sind. Und das ist so viel. Allein die Legos sind, glaube ich, 30 Kartons. Wenn ich das alles irgendwie verkaufen würde, dann sind das 20.000 Euro oder sowas, was an Wert nur in Lego-Technik wahrscheinlich drinsteckt und in Lego Mindstorm und alles mögliche, Robotik und sonst was. Dann kommt eine Brettspielsammlung mit 300, 400 Brettspielen dazu. Ich bin Spieleentwickler, ja, die will ich hier, ich will mit meinem Junior spielen. Ich lebe jetzt hier in Thailand, also hier ist gut, jetzt bin ich in Deutschland, ich meine in Thailand. Ich rede jetzt von Thailand. Mittlerweile sage ich zu Hause und meine wirklich mit zu Hause Thailand, also intuitiv. Also mittlerweile habe ich umgeswitcht und genau, von daher alleine das und dann die Küchensachen, dann alles. Also das ist der Container, der hat einen Wert. Ich habe bloß wirklich ganz roundabout. Und ich glaube, da waren mal weit über 40.000 Euro, 48.000 Euro oder was. Nur an Gebrauchtwert von den Sachen. Ich meine, vier Fahrräder für die ganze Familie, Kinderfahrrad, Catcar, da war ein Trampolin dabei. Ich meine, klar, wenn du einen Container hast, dann machst du ihn voll. Da ist jetzt eigentlich alles drin, was irgendwie Wert hat. Also hat sich definitiv gelohnt. Trampolin haben sie schon aufgebaut, hüpfen rum wie wahnsinnig, alles cool. Und ja, ich schaue, dass ich halt hier weiter kleine Short-Videos mache. Am 8. fliege ich schon wieder zurück. Notartermin haben wir noch Glück gehabt jetzt gerade, weil meine Mutter ist auch verstorben. Da müssen wir auch noch uns um Haus kümmern. Da müssen natürlich auch geschäftliche Sachen noch erledigt werden, wo ich mit meinem Bruder klar machen muss. Und da haben wir Riesenschwein gehabt. Generell Leute, Tipp, wenn ihr Notartermin braucht für irgendwas, Haus kaufen, Haus verkaufen, Haus umschreiben, was auch immer. Das dauert mittlerweile, also hat sehr lange gedauert in letzter Zeit. Mittlerweile wird es wieder ein bisschen besser, habe ich gehört, weil durch die Zinsen nicht mehr ganz so krass viel verkauft wird wie früher. Aber wir haben echt Schwein gehabt. Wir haben binnen ein paar Tagen haben wir einen Notartermin gekriegt und ich habe jetzt noch am 7., also einen Tag bevor ich fliege, habe ich quasi den noch vom finalen Notartermin für die eine Geschichte jetzt hier. Das heißt, ich habe das erstmal erledigt. Genau, und bin da relativ stressfrei. Also ich muss nicht sofort wieder zurückkommen. Also. Toi, 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 soweit läuft alles nach Plan. Ja, ich poste ein paar lustige Videos, wenn ich wieder zu Hause bin, wahrscheinlich. Vor allem eben aus Thailand, dann gibt es wieder mehr Feed. Ich muss auch dann die Bilder und die Sachen mal zusammenschneiden zu irgendeinem kleinen Videoclip, wo wir in Thailand in den Container zeigen. Da muss ich jetzt schauen, was meine Frauen mal im Juni noch alles für Videos gemacht hat. Also dann, euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.